Okay, hier gibt es natürlich nichts mehr. Das ist nur zum Licht anmachen. Lass ich jetzt aus, braucht man nicht anmachen. Okay. Die spielen wundervoll. Spielen die das gerade wirklich? Mega. Mega gut. Okay, ich habe, was ihr wollt. Die gute alte Zuckerstange. Und wenn ihr mich jetzt augenblicklich rumführt, werde ich auch nicht drauf niesen. Oh, das ist mies. Oh, das ist Sorpresso. Aber gut, das ist gut. Okay, wo fangen wir an? Ich weiß, da ist dieser seltsame Raum im Keller. Ich mag den seltsamen Raum nicht. Was meint ihr mit einem seltsamen Raum? Sie werden schon sehen. Er ist gruselig. Wir brauchen aber die Schlüssel. Der alte Mann hat sie in einem Buch im Arbeitszimmer versteckt. Wo ist das Arbeitszimmer? Ist das oben? Wo ist das Arbeitszimmer, Freunde? Hier ist es nicht. Ist es oben? Ich gehe mal da lang. Wo ist das Arbeitszimmer? Das ist nicht das Arbeitszimmer. Nein, das ist es nicht. Okay, dann hier. Ist vielleicht das oben? Ja, das ist ja ihr Schlafzimmer und nicht das Arbeitszimmer. Das ist das Arbeitszimmer. Das ist der Bücherraum. Der Schlüssel für den seltsamen Raum ist im dicksten Buch, das auf dem oberen Regal ist. Wo? Also hier, okay. Irgendwo. Licht anmachen brauchen wir jetzt nicht erst. Wir müssen aber jetzt mal gucken, ne, hier wegen. Sieht aber alles noch okay aus, ne? Okay. Puh. Was? Des Kaisers neue Kleider. Von Hans Christian Andersen. Eine Passage lesen. Passage lesen. Und die Farben dieses edlen Stoffes. Etwas Schöneres habe ich nie zuvor gesehen. Sie alle versuchten, ihre Enttäuschung zu überspielen, da sie keine Kleider sehen konnten. Ein Kind dagegen, ein Junge aus dem Volk, der nur sah, was seine Augen ihm zeigten, ging nah an die Kutsche heran. Aber er hat doch gar nichts an, sagte der Junge. Rede keinen Unsinn, ermahnte sein Vater ihn. Aber die Umstehenden hatten den Jungen gehört und die Nachricht machte rasch die Runde. Okay. Hier? Das Pilgerer-Handbuch der Origami-Kunst. Band 1. Wie verhindere ich schwere Verletzungen? Okay, das will ich wissen. Das Pilgerer-Handbuch der Origami-Kunst hat bereits die große Wikipedia-Origami als Standardwerk gesammelt Wissens über die Kunst des Papierfaltens verdrängt. Obwohl es einige Dinge auslässt und viele Inhalte etwas zweifelhafter Natur oder zumindest reichlich ungenau sind, so bietet es gegenüber dem alten, pedantischen Werk doch zwei Vorteile. Erstens, es ist selbst aus Papier und zweitens enthält es zahlreiche Pflaster, um die unumgänglichen Papierverletzungen, die man sich bei einem Studium dieses Buches zuzieht, zu verarzten. Weiterlesen? Nein. Bitte nicht. Wo ist der Schlüssel? Da oben ist nichts drauf. Da müssen wir das wohl lesen, oder was? Naja. Für einen Großmeister der Papierfaltkunst ist es absolut unerlässlich, dass jedes Origami in genau 42 Schritten hergestellt wird. Auf den meisten Origami-Turnieren gelten Scherenschnitte als Betrug oder Messerstiche könnten durchaus vorkommen. Wieso sehe ich den Schlüssel nicht? Hä? Muss ich Licht anmachen? Ja, wo ist denn das Buch? Ich sehe es nicht. Da oben? Nein. Hä? Freunde, wo ist das Buch? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Die Geschichte eines Mädchens, das sich in den Zombie verliebt, der im sanften Sonnenlicht den Duft von Veilchen verströmt. Ist das dein Ernst? Nein. Nein, 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 nein. Das kann ich nicht leider Buch zurückstellen. Gibt's nichts anderes? Okay, gibt's nichts anderes. Was soll ich lesen? Vielleicht ein andermal. Ah, Zimmerschlüssel erhalten. Aha. Er hat sein Versteck klug gewählt.
Okay. Jetzt können wir das Licht wieder ausmachen. So, ich hab's. Tommy hat immer Bücher nach mir geworfen und nannte das eine Bücherschlacht. Bis du eines Tages mal eins zurückgeworfen habe. Da brauchte er dann ein Pflaster. Hihi. Hast du richtig gemacht. Nur ein Haufen Bücher hier drin. Da steht eh nichts drin, was ich noch nicht weiß. Okay, jetzt können wir in den Keller gehen. Jetzt geht's. Wir können jetzt den seltsamen Raum im Keller aufschließen. Okay, dann gehen wir mal gucken. Ein seltsamer Raum im Keller. Ich bin gespannt. Da. Das ist der Keller. Hier spielen wir immer Verstecken. Schalten Sie das Licht an, damit Sie nicht stolpern. Okay. Licht. Was haben wir hier? Was haben wir da? Die Truhe ist verschlossen. Das ist aber schade. Hier haben wir Bücher. Ein staubiger Stapel alter Animorphs-Bücher. Was ist denn das? Ich gehe erstmal kurz gucken, bevor wir in den Raum reingehen. Guck mal, hier ist eine Truhe. Die Truhe ist verschlossen. Kartons gefüllt mit farbigem Papier. Der Schrank ist voll mit verstaubten Büchern. Die Vitrine ist voll mit unbenutzten Porzellan. Da ist die Erde. Okay, da gehen wir hier oben rein. Gucken wir mal. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür wurde mit dem Zimmerschlüssel aufgeöffnet. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das ist ja wie in einer Höhle hier. Was? Ein Hase, aus Papier gefaltet. Ein kaputtes Spieluhr. Okay. Jetzt wird das Spiel gerade creepy. Ein Plüschschnabeltier. Ach, das ist ja süß. Sieht niedlich genug aus, um Neil zu nerven. Könnte nützlich sein. Anstupsen. Nehmen. Plüschschnabeltier erhalten. Darf ich das wieder zumachen? Ich will die Tür wieder abschließen. Haben Sie es gesehen? Was wisst ihr zwei über die ganzen Hasen? Nichts. Der alte Mann wollte nicht, dass jemand reingeht, also haben wir es ihm nie gesagt. Es gibt sogar noch mehr davon. Wo? Im verlassenen Leuchtturm. Der ist direkt an der Klippe. Wollen wir hingehen? Ich habe die Schlüssel. Dahin solltet ihr natürlich auch nicht gehen, oder? Erinnert mich daran, euch zwei niemals in Nils Wohnung mitzunehmen. Also, wollen Sie zum Leuchtturm? Es ist ganz schön kalt draußen, aber... Entscheidung. Hier bleiben und auf die Maschine warten. Zum Leuchtturm gehen. Aber, na gut. Vielleicht erfahre ich dort mehr über diesen Hasen. Lasst uns den alten Leuchtturm ansehen. Jetzt ist die Musik unheimlich. Warum? Ich mag sowas nicht. Ich mag sowas nicht. Ich speichere mal lieber. Oh Gott. So. Okay, ein Vogel. Komme ich hier zum Leuchtturm? Was ist da drüben? Ist da was eingeschlagen? Und wie kommen wir da runter? Da ist er! Der alte Leuchtturm. Wir müssen Richtung Straße und dann auf den anderen Weg, um dorthin zu kommen. Tja, meinen Fallschirm habe ich leider nicht, habe ich leider vergessen. Okay, kann ich dann irgendwas gucken? Okay, krass. Jetzt wird es irgendwie so langsam ein bisschen creepy. Das finde ich nicht so toll. Ich mochte das vorher mit der schönen Musik und so. Das war so schön. Aber jetzt ist das nicht mehr so. Ne? Ja. Er ist hier. Wer? Mein ultra cooler Strandball. Ich dachte, ich hätte ihn verloren. So, so.
Der ist eh sowas von doof. Oh, ich werde ihn nie mehr verlieren. Ich verstecke ihn. Guckt weg. Wir müssen uns eigentlich... Okay, fertig. Okay. Lass uns jetzt sofort zum Leuchtturm gehen. Es qualmt. Welcher Blödmann hat das Auto geschrottet? Ich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Es ist ziemlich dunkel draußen. Habt ihr keine Angst? Natürlich nicht. Wir vertreiben sie mit Rollenspielen. Was? Tommy ist ein superstarker Ritter und ich bin eine mächtige Magierin. Ja, wir vernichten das Böse. Oh, das ist toll. Spielen sie auch Rollenspiele? Ich, nein. Sie ist nicht cool genug dafür. Hey, ich könnte, wenn ich wollte. Seht nur. Was denn? Da schläft ein. Oh, ein Eichhörnchen. Oh nein, es ist ein schreckliches Hörnchenmon. Was? Was? Keine Angst, Kinder. Ich werde euch beschützen. Also wegen Rollenspielen oder... Ja, ist okay. Der schläft. Oh, hat eingeschlafen. Angriff. Was? Vulkanischer Sprungtritt. Wirbelwindwatsche. Armageddon-Faust. Lautstärke des Kampfschreis. Laut, lauter, episch. Deine Zeit ist abgelaufen, Hörnchenmon. Ja, aufhören. Oder wir sagen Mom, dass sie Tiere quälen. Ja, sie wird die Polizei rufen. Was denn? Ich habe doch nur, ich wollte nicht wirklich. Habt ihr nicht gesagt, ihr mögt Rollenspiele? Oh, das war voll cool. Das war eine Hirnchenmann, das wollte ich fangen. Pokéball los. Ja, okay. Sie sollten sich schämen. Lass es uns Teddy nennen. Ach so. Okay. Lasst uns das einfach vergessen, ja? Der Vogel hat es nicht vergessen. Soll das jetzt heißen? Okay, da geht's weiter. Auf zum Leuchtturm, hoffe ich doch. Kommen wir jetzt zum Leuchtturm? Das ist die Musik, Freunde. Das ist nicht, nein. Die vorher fand ich schöner. Creepy. Bewegung. Ja, was haben wir denn hier? Grabstein? In Gedenken an River E. Wales. River Wales. War sie Johns Ehefrau? Keine Ahnung. Kommen Sie, der Leuchtturm ist gleich davon. Ich habe jetzt Angst, was uns hier drin erwartet, ein bisschen. Okay. Eine Etage höher. Das läuft automatisch jetzt, okay. Noch mehr Hasen. Der Hase sieht anders aus. Da drüben, der hat was an. Da sind sie. Ein mehrfarbiger Papierhase. Hey, der war noch nicht hier, als wir letzte Woche da waren. Oh ja, Johnny muss noch mal hier gewesen sein, bevor er wieder krank wurde. Hier ist wirklich nur einer mit zwei Farben, oder? So wie sie aussehen... falsche Stimme. So wie sie aussehen, müssen sie diese Dinger ziemlich schwierig zu falten sein. Ein seltsames Hobby. Obwohl... Oh, mein Handy. Es ist Wurz. Es ist alles vorbereitet? Ist alles vorbereitet. Gut, ich bin gleich da. Warum haben sie so einen gruseligen Klingelton? Damit es die Monster mit der Angst kriegen. Komm, wir gehen zurück zum Haus. Papierhasen erhalten. Okay. Wieso ist der Leuchtturm eigentlich jetzt? Warum ist der nicht mehr? Ne? Warum? Hä? Was ist da los? Sag mal, warum kommst du
nicht noch ein bisschen später? Ist ja nicht so, als ob unser Kunde wegsterben könnte, oder? Ich musste noch etwas erledigen. Ich muss auch was erledigen, unseren Job nämlich. Jetzt kommt mal von deinem hohen Ross. Ich bin einmal zu spät und du ziehst dich gleich daran hoch. Sag mir wenigstens, dass wir stadtklar sind. Natürlich sind wir das. Ich verstehe mein Handwerk. Dein Helm ist auf der Couch. Hopp, hopp. Mein Helm ist auf der Couch. What? Initiieren. Noch nicht. Okay. Was kommt jetzt? Bereit oder nicht, wir starten durch. Okay. Connected. Oh, komm jetzt, sind mir jetzt seine Gedanken? Das wäre voll cool. Die Technik wäre mega cool. Kann die Musik aufhören? Danke. Bitte. Okay, wir sind da. Das sollte die letzte erreichbare Erinnerung sein. Deaktiviere die Sprache. Für alle außer Johnny. Fertig. Schnappen wir ihn uns. Die Position in der Zeitleiste lässt sich jederzeit mit dem Mauszeiger im oberen Bildschirmbereich anzeigen. Ah, okay. Wir sind jetzt hier. Die letzte erreichbare Erinnerung. Als er schon echt alt war. So, jetzt müssen wir den Johnny schnappen. Die Bilder sind leer. Okay. Ist wahrscheinlich eine Erinnerung, kann ich nicht mehr daran erinnern, was da war. Auf den Bildern. So, wo ist er? Hä, wo ist er? Ich kann nicht in den Keller gehen. Doch, kann ich. Nein, kann ich nicht. Er ist nicht im Haus, da muss ich also rausgehen. Ich kann nur rausgehen, okay. Ist er hier hinten vielleicht? Vielleicht bei dem Grab von seiner Frau. Oder? Nein, er ist hier. Ah, okay. Johnny? Was für eine schöne Überraschung. Wir haben hier selten einen Besuch. Besuch. Mein Name ist Dr. Eva Rosaline und das ist Dr. von Matterhorn. Dr. Lorenzo von Matterhorn. Ist der Ernst? Das ist billig. Das ist billig. Dr. Neil Watts. Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generation geläufig? Oh, also Sie beide sind von der Agentur? Das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Lilly? Nun, um genau zu sein, haben sie uns bereits gerufen. Oh, Mist. Das war der. Okay. Ich muss aufpassen, wer immer redet. Wir sind hier, um unseren Vertrag aus der nahen Zukunft zu erfüllen. Vorsicht. Wenn sie von der Klippe stürzen, müssen wir diese Erinnerung neu laden. Hüte deine Zunge, Neil. Zeig etwas Respekt. Das ist nur ein Programm. Ich weiß, aber es ist seine letzte erreichbare Erinnerung und wir brauchen seine Hilfe. Im schlimmsten Fall laden wir sie einfach neu. Warum sollten wir damit Zeit verschwenden? Sie. Sie sind hier, um mich zum Mond zu bringen, nicht wahr? Er hat schon. Mein Leben ist eigentlich ganz gut verlaufen. Nicht gut genug, wie es aussieht. Das ist schon böse. Also, können Sie das? Können Sie mich zum Mond bringen? Wir nicht, aber Sie selbst können es vielleicht. Warum wollen Sie dorthin? Ich weiß es nicht.
Keine Sorge. Sie können es uns ruhig sagen. Wir müssen es wissen, damit wir ihnen helfen können. Wollen Sie den Ruhm? Das Geld? Es muss doch einen Grund geben.